Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, die CDU isoliert sich leider immer mehr im Bereich der Innen- und Rechtspolitik, heute schon an vielen Punkten. Denn sie streuen mit diesem Antrag den Menschen Sand in die Augen. Denn das hilft, was Sie hier vorschlagen, hilft nicht. Ja, wenn Sie da Ihre Zuständigkeit geklärt haben, die Herren, können wir vielleicht hier weitermachen. Das hilft den Menschen, die von Wohnungseinbruch betroffen sind, nämlich nicht. Wir haben zwar vom Innenminister in der letzten Woche erfahren, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in Nordrhein-Westfalen zwar zurückgegangen ist, aber nichtsdestotrotz ist jeder Einzelfall sicherlich für die Betroffenen dramatisch und muss ernst genommen werden und ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, der die Betroffenen wirklich massiv schädigt. Deshalb sollten wir das Thema ernst nehmen und nicht, wie Sie, pauschal nach härteren Strafen im Bund fordern. Denn aus unserer Sicht hilft gegen Wohnungseinbruch erstens Aufklärung, Information, bauliche präventive Maßnahmen und natürlich auch ein konsequentes Vorgehen gegen reisende Banden und organisierte Kriminalität. Das würde uns wirklich helfen. Was würde eine Gesetzesverschärfung bringen? Sie würde nicht der Aufklärung dienen, sie würde nicht der Prävention dienen und schon gar nicht den Betroffenen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie Täter dadurch durch die Abschaffung beispielsweise, wie Sie es fordern, des minderschweren Falls abschrecken würden und Sie von Ihrem Vorhaben deshalb absehen würden. Vielmehr nehmen Sie damit Richterinnen und Richtern oder würden Sie Richterinnen und Richtern die Handlungsspielräume nehmen, die sie dringend brauchen, um eben im Strafrecht abwägen zu können. Von Prävention ist in Ihrem Antrag überhaupt keine Rede. Das ist überhaupt nicht aufgeführt und das ist ein Schlüssel, um da voranzukommen. Das Innenministerium, wo ja nun mal die Wohnungseinbrüche auch noch mal häufiger diskutiert werden als im rechtspolitischen Bereich, hat beispielsweise das täterorientierte Konzept Motiv, mobile Täter im Visier entwickelt, das bundesweit viel Beachtung findet und auch von vielen Ländern wahrscheinlich so übernommen wird und sich bewährt hat. Viele Bürgerinnen und Bürger berichten auch von den Beratungen im Rahmen von Riegel vor, dass gerade bauliche Maßnahmen helfen, um Wohnungseinbrüche zu verhindern. Wir wissen, dass ein Fenster, das auf Kipp ist, für Einbrecher ein geöffnetes Fenster ist und ein Wohnungseinbruch, der nicht innerhalb von 4 Sekunden erfolgreich gelingen kann, häufig abgebrochen wird. Und deshalb sind die baulichen Maßnahmen durchaus welche, die zur Prävention beitragen. Herr Präsident, ich glaube, der Herr Hart wollte mir eine Frage stellen. Nicht? Dann mache ich einfach weiter. Jetzt haben Sie ihn animiert. Jetzt hat er gedrückt. Nein, ich habe es vorher gesehen. Ich habe es wirklich gesehen, Herr Präsident. Ich bin sicher. Er hatte aber noch nicht gedrückt. Ich will aber gar keinen Diskurs mit Ihnen führen. Das machen Sie jetzt mit Herrn Kollegen Hart. Denn ich gehe davon aus, dass Sie natürlich seine Zwischenfrage zulassen. Bitte. Das ist meine Freude. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Frau Kollegin Hanses, glauben Sie ernsthaft, dass es zur Bekämpfung bestimmter Verbrechensformen ausreichend ist, wenn man bei Einbruchsdiebstahl sich auf die Riegel-Vor-Kampagne beschränkt und etwa bei Taschendiebstahl auf die Glöckchen-Dran-Kampagne? So ist das. Sehr geehrter Herr Hart, sehr gerne antworte ich da drin. Das habe ich nie gesagt. Selbstverständlich reicht das allein nicht aus und ich würde mich niemals allein darauf zurückziehen. Ich habe von Anfang an deutlich gemacht, dass wir mehrere Sachen brauchen. Wir brauchen ein konsequentes Vorgehen gegen organisierte reisende Banden, Einbruchskriminalität von organisierten Banden. Wir brauchen Prävention durch bauliche Maßnahmen und Information. Und wir brauchen natürlich auch eine ordentliche Ausstattung der Justiz, die dann eben damit ordentlich umgehen kann. Wir brauchen verschiedene Dinge, aber nicht allein die Abschaffung des minderschweren Falls, wie Sie das hier fordern. So, ansonsten zeigen wir werden die präventiven Maßnahmen weiter ausbauen und wir werden länderübergreifende Zahlen zeigen, dass natürlich das, was Sie immer heranführen, dass NRW
ja so speziell sei, natürlich auch eine spezielle Region ist. Eine Region, in der viele Autobahnen sich kreuzen, viel Grenzverkehr ist, die Metropolregion Ruhr sich befindet, die bevölkerungsreichste Region in Deutschland, ein gut ausgebautes Autobahnnetz. Selbstverständlich gibt es da auch mehr Einbruchskriminalität. Und dass Sie dann im platten Vergleich zu anderen ländlichen Regionen hier heranziehen, ist billig und schärft nicht Ihr Profil in der Innen- und Rechtspolitik. Und Sie haben es im Ausschuss ja schon erfahren, bei dem Thema haben Sie sich hier isoliert. Vielen Dank. Vielen Dank.